Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Sonderausgabe von Buildcraft oder sollte ich besser sagen Forestry, denn wir haben wieder mal eine Bienen-Sonderfolge. Und mit mir zusammen nimmt mein Kollege der Sandrik auf. Hallo Sandrik. Hallo liebe Leute. So, jetzt sehen wir schon hinter mir ganz viel Nichts und ganz viel Blumen und der geübte Zuschauer oder Seher der letzten Special-Folge der Bienen weiß, dass hier eigentlich Bienenkörbe standen und auch ein Haus. Was ist denn da passiert, Sandrik? Ja, wir haben uns dazu entschieden, den Bienen einfach viel mehr Platz zuzuweisen, denn hier war einfach zwischen den Baumfarben und hier unseren neuen Bauprojekten, die noch kommen sollen und momentan auch gerade entstehen, viel zu wenig Platz. Genau, deswegen laufen wir mal zu unserem neuen Standort. Das ist ganz schön, ganz toll. Und dann schlagen wir mal den Weg Richtung Westen ein. Und zwar hier an unserem Dynamo-Haus vorbei. Ich nenne es jetzt mal Dynamo-Haus, das ist eigentlich falsch, aber es macht ja nichts. Rechte Hand sind nochmal unsere Stahlhochöfen und da hinten sehen wir schon das große Bienenhaus und die ganze Luft ist voller Bienen. Das ist hier ein Terminal, das steht hier noch rum, das kommt vielleicht noch weg oder auch nicht, mal gucken. Aber hier haben wir schon, ich fliege mal hoch, dann kann man das Ganze mal besser sehen. Ich habe hier auch schon mal ein paar Bienenkörbe aufgebaut. Wir sehen auch die Bienenrohre, die wir das letzte Mal ja noch nicht hatten, weil wir noch ein Problem mit der Forestry-Version hatten, haben wir mittlerweile fixen können, denn wir haben jetzt die neueste Forestry-Version auf unserem Server und sie läuft auch tatsächlich auf dem wirklichen Online-Server und nicht lokal. Deswegen könnt ihr das alles auch bei euch zu Hause sowieso lokal machen, aber auch eben über Internet. Und ja, in der Mitte das schöne große Bienenhaus, das hatte Sandrik hier schon mal hingebaut und so ungefähr auch die Position der Bienenkörbe. Wie man sehen, in der Mitte sollen Blumen kommen. Das passiert auch von den Bienen ja schon ganz automatisch, aber es sollen auch Felder mit Bäumen entstehen. Deswegen haben wir hier diese vier Felder. Ich habe jetzt schon mal angefangen und habe das ein bisschen weitergebaut, den Keller ausgebaut und dabei ist mir auch aufgefallen, dass diese eisernen Rohre zwar hier ganz schick sind, aber leider ein Feld zu hoch. Denn was vergessen worden ist, sind die Holzrohre mit den Gattern drauf. Jetzt habe ich das mal hier kurz dieses Holz weggeklopft, dann sieht man nämlich mal, so sieht das von unten aus. Das Holz hat eben diese zweierlei Effekt. Einmal sieht es schön aus, finde ich. Und zum anderen Mal deckt es hier diesen Hohlraum ab. Den Hohlraum, den brauchen wir eigentlich nur deswegen, dass man hier so ein bisschen besser einfach die Gatter bedienen kann. Man stellt die zwar eigentlich nur einmal ein, und zwar auf Items im Inventar und Energiepulsar, aber ich finde sie eigentlich ganz schön. Ja, und ansonsten, so sieht das jetzt von unten aus. Hier ist der Weg, auf dem man oben läuft. Hier haben wir die Rohre, die eisernen Rohre. Das sind ja routende Rohre. Das heißt, die kann man mit einem Schraubenschlüssel, den wir natürlich jetzt leider nicht haben, aber noch einen holen müssen. Ich habe einen. Du hast einen, sehr schön. Man kann die nämlich einstellen mit dem eisernen, mit dem Schraubenschlüssel. Man sieht jetzt hier, ist, wenn ich das Feld markiere, dann hat man da so einen ja, ganz schwarz, fein schwarzen Kasten außenrum und wir sehen, links und oben ist das Rohr fest zu und rechts ist es so ein bisschen weiß offen. Und das gibt dann die Richtung an. Das heißt, die ganzen, alles, was aus diesem Rohr von oben rauskommt, fließt nach rechts ab. Das kommt hier von hier drüben auch. Also ich habe immer zwei Richtungen gemacht. Also zwei Seiten pro Viereck läuft hier zum zentralen Punkt. Hier oben drüber ist das Haus. Und geht dann hier in eine Kiste rein und von diesen beiden Richtungen auch. Also pro Viereck oder Quarter haben wir hier eine Kiste. Und ja, aus zwei Richtungen pro Kiste werden zusammengefasst und das Ganze läuft dann hier zusammen. Unter der Kiste ist ein Emitter, der uns das alles in den Computer holt. Denn so, was ich jetzt noch ergänzen muss, bei mir sieht das Ganze nämlich natürlich anders aus. Ach ja, richtig. Ich habe es Fax und bei mir seht ihr, zwei Seiten von dem Kasten, den ich hier markiert habe, sind zu, nämlich oben und links. Und auf der rechten Seite ist das Rohr offen. Das bedeutet, alle Sachen, die von oben kommen, dürfen nur nach rechts weiterlaufen. Alle Sachen, die von links kommen, dürfen auch nur nach rechts weiterlaufen, nicht nach oben. Genau. So, jetzt haben wir, hier ist ein Terminal, das ist nur mal kurz zum Erwähnung, dass man mal schnell unseren Hauptcomputer Zugriff hat und hier einfach die Fertigungskonsole, weil das WLAN ist zwar mittlerweile hier verfügbar, aber da können wir ja nichts craften und das hier ist extra in gelb gehalten, die Konsole des Computersystems für Bienen, das ist immer noch unser eigener Computer, ich habe ihn nur umgezogen und wir sehen, wir haben ja tonnenweise Drohnen drin. Zwischendurch habt ihr vielleicht, ich weiß es nicht, mitbekommen, wir haben ja leider ganz viele Prinzessinnen verloren gehabt, weil wir einen kleinen Fehler gemacht hatten.
Und zum Schluss hatten wir nur noch ganz, ganz wenige. Das war nur noch mit Notprogramm. Dann hatten wir mal die letzten Tage ein bisschen im Off rumgelaufen, die Welt durchstöbert und haben ganz viele neue gesammelt. Das heißt, ich habe jetzt schon, ich glaube, so 40 oder ein bisschen über 40 circa haben wir wieder, die wir aktiv hier betreiben können. Entschuldigung, aber wir werden auch noch viele, viele sammeln müssen, denn ja, wir haben hier pro Viereck 40 Bienen, macht dann 160 Prinzessinnen und Königinnen, die wir brauchen. Was wir natürlich auch haben, ist Verlust, das gehört einfach dazu, die wir hier noch nicht betreiben können. Das ist, das muss ich kurz überlegen, hier ist, glaube ich, auch schon eine Kiste angelegt, wo ich welche drin habe, die hier nicht mehr arbeiten wollen und auf unserem alten Gelände. Da gibt es auch noch ganz viele, die nicht mögen. Die sind auch hier noch unbekannt, die haben wir noch nicht analysiert, warum die nicht wollen. Das müssen wir alles noch schauen. Das ist ja bei den Minen so. Es gibt welche, die wollen eine andere Temperatur haben. Es gibt welche, die wollen ein anderes Gelände haben. Zum Beispiel gibt es Wüstenbienen, die wollen natürlich heißes Wetter haben und die wollen Sand haben. Und ich habe eine Nachricht gekriegt. Toll. Ja. Das können wir halt hier nicht bedienen. Und ich habe jetzt hier gerade mal, während der Hale erklärt hat, hier schon mal ein paar Genres draufgesetzt. Das ist schon so ein bisschen die Vorbereitung. Wo bist du denn gerade? Ich bin hier hinten und habe da schon mal die Holzrohre oben drauf gesetzt. Ah, genau, ich sehe es, ja. Ihr müsst Holzrohre benutzen. Das genau. Das sind nämlich die Anschlussrohre. Holzrohre sind ja die Extraktionsrohre. Und da müssen wir auch noch ganz viele Gatter für bauen und herstellen. Ich würde sagen, dann tue ich jetzt hier mal die Eisernen wegklopfen. Hier ist noch der Kellerweg auch noch gar nicht gebaut. Das macht das Ganze jetzt ein bisschen einfacher hier. So, ich habe jetzt ein bisschen ein Problem. Wo soll ich denn bitte die Werkbänke hinstellen? Und wo ist die Spezialwerkbank, die du noch hattest? Ja, stimmt. Die muss ich ja auch noch bauen. Dann lass uns doch mal im Haus treffen einfach. So. Ja, das Haus ist natürlich nicht so groß. Ich habe hier mal ein paar Kisten aufgebaut. Ob wir die alle brauchen, weiß ich noch gar nicht. Werkbänke. Wir können natürlich, ja, wo bauen wir die auf? Wir könnten hier zentral 4 Stück bauen, dann müssen wir uns halt immer außen rumlaufen, aber das könnte gehen, oder? Was meinst du? Ja. Dann baue ich meine mal hier hin, dann hast du noch hier 3 Felder für auch eigene. Denn warum diese hier? Da sind nämlich schon Rezepte drin gespeichert. Das lade ich auch mal mein Inventar einfach ab. Da ist schon die Wachskapseln, der Bienenkorb und die Bienentruhe drin gespeichert. Und hier drüben sind übrigens auch schon noch eine Zentrifuge, eine Presse und die Bienenanalysierer. Ja, und hier sind auch schon noch ein paar Bienen drin. So, wie gesagt, das ist gerade alles noch im Entstehen und wir haben hier sogar noch Bienenrohre, 7 Stück. Super. Jetzt werde ich als erstes mal mit euch noch ein paar Bienenkästen bauen. Das Rezept ist hier schon in der Werkbank gespeichert. Wir haben dafür imprägnierte Gehäuse hergestellt. Da müsst ihr jetzt nochmal rüberfliegen, denn das kann ich jetzt gar nicht hier zeigen, wie die gebaut werden. Haben wir das nicht in der letzten Folge gezeigt? Habt ihr das in der letzten Folge gezeigt? Ja, ich meine schon. Also in der Bienenfolge müssten wir das gezeigt haben. Also zur Erinnerung nochmal, diese Dinger werden hergestellt, indem man in der Schreinerei einfach Holzstämme reinlegt, wie so eine Kiste, einfach im Kreis, das Fünferfeld ausgelassen und es muss Samenkernöl in der Maschine drin sein, damit ihr dann hier diese imprägnierten Gehäuse herstellen könnt. Genau. Ich habe mal 41 imprägnierte Gehäuse mitgebracht und jetzt können wir hier ein paar Bienenkörbe bauen. Ich werde mal 41 Stück bauen. Ja, jetzt fehlen uns natürlich hier die Stufen. Ich gucke, nee, ich habe noch welche. So. Ich habe noch welche. Du auch, sehr schön. So, 41 Kästen habe ich gebaut. Jetzt habe ich viel zu viel Holz mitgebracht. Ja, das macht ja nichts. Gut, dann würde ich sagen, du kannst ja auch schon mal die Bienenkörbe stellen. Ich würde hier gerne anfangen an diesem Feld, wo auch schon welche stehen. Das ist hier das südwestliche. Hier fehlen nämlich nicht mehr viele, dann ist dieses Feld komplett. Die Rohre haben nämlich auch schon die Gatter drauf. Und als nächstes Feld würde ich dann gerne das südöstliche machen. Und dann ist es mir eigentlich erst nochmal egal. So, die Bienenkästen könnt ihr einfach draufsetzen, da gibt es kein Vorne und Hinten. Um eine Sache bitte ich dich, das ist natürlich jetzt eigentlich wieder ein bisschen lächerlich, aber die Bienenkästen haben, okay, du hast jetzt zufälligerweise genau andersrum gemacht, eine Ausrichtung links-rechts von ihrem Deckel her, von der Textur. Ich hatte die irgendwie alle mal ein bisschen gleich gebaut, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch, wenn das jetzt ein bisschen anders da ist.
man, ja, ich reiß sie mal leider ab schnell. So, und zwar musst du die mit der geduckten Taste halten und gegen den anderen setzen. Dann stimmt die Textur, dass sie immer in Richtung des Feldes zeigt. Das ist ein bisschen kleincremig vielleicht, aber so bin ich eben. So, und ich tue jetzt hier nochmal die eisernen Rohre ein bisschen tiefer. Beziehungsweise ich könnte mir ja gleich noch ein paar goldene mitnehmen. Goldenes Rohr, da haben wir sie. Und kann das hier schon mal soweit fertig bauen. Deswegen haben wir das extra noch nicht gemacht, damit ihr das auch mal seht, wie so dieser Entstehungsprozess ist hier. Ein Teil ist ja schon angefangen und der Teil wird dann mit euch zusammengebaut. Und jetzt haben wir auch genau die Höhe, die wir brauchen hier. So. Und hier kommen jetzt keine goldenen Rohre mehr hin, denn wir sind jetzt genau auf der gegenüberliegenden Seite, wo die Truhe steht. Und die läuft jetzt in diese Richtung, die ich gerade abbaue. Bisschen blöd ist nur, dass die Rohre gerade nicht alle runterfallen, sondern teilweise oben liegen bleiben, glaube ich. Ja, dann fliegen wir mal schnell hoch. Wer natürlich jetzt sagt, hey, der fliegt, was ist denn mit dem los? Da kann ich auch sagen, ich habe auch ein Jetpack. Das ist zwar gerade ausnahmsweise leer. Ein bisschen blöd, ist mir auch peinlich, aber auch Leute, die nicht den Flugmodus effektiv haben, können fliegen mit einem Jetpack. Das mal kurz am Rande. So, ich habe eigentlich eins dabei, aber es ist gerade leer. Ja, dasselbe Problem wie bei mir. Denn wenn man auch den Flugmodus benutzt, schaltet sich das Jetpack nicht aus. Es bleibt an und ja, so lutscht man es einfach mit der Zeit leer. Aber wir haben es eigentlich immer auf dem Rücken. So. So, ihr seht hier, es ist mitten in der Nacht und bei uns schwirrt es überall noch durch die Gegend. Wir haben anscheinend sehr viele Bienen, die nachtaktiv sind. Nein, du, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum da so viele Bienen fliegen, denn die Bienenkörbe sind leer. Wir haben eine und die sagt, es ist nicht Tag, die ist noch besetzt und hier drüben die Reihe ist leer. Ich finde es selbst ein bisschen erstaunlich. Die sind nämlich alle ausgelaufen und sind schon wieder im Computer drin. Man müsste sie eigentlich mal neu befüllen. Kann man ja eben mal kurz zwischen... Nee, ich mache erstmal das eine fertig. Das ist ja merkwürdig. Ich lasse mich immer gerne abfangen. Hier. Ja, ja, das hat mich auch gewundert. Ich bin schon hergekommen und denke so, wo kommen denn diese Bienen her? So, wir haben keinen Werkzeugschlüssel in dem Computer. Ich muss mal schnell einen craften. So, einen normalen Bildcraft-Schraubenschlüssel brauchen wir, um die Rohre natürlich einzustellen. Das machen wir mit Eisen. So, Eisen in die 1, in die 3, in die 8 und jetzt weiß ich nicht mehr, was ein Eisenzahnrad oder was ein Steinzahnrad. Es war ein Steinzahnrad. Also ein Steinzahnrad noch in die 5 und wir haben einen Schraubenschlüssel. Und mit diesem Schraubenschlüssel stelle ich nämlich jetzt hier diese Rohre ein. Und zwar, dieser Teil soll nach links gehen. Dementsprechend muss ich jetzt hier, zack, hier ist es auf links, hier auch. Immer darauf achten, dass die Öffnung da ist, wo wir hinwollen. So, jetzt sind die Fackeln mir ein bisschen im Weg. Die müssen eigentlich auch noch weg. Ich will da ja noch schöne Lampen hinbauen, aber wir haben gerade kein Glowstone. So, und die hier müssen jetzt nach rechts zeigen. Das Glowstone-Zeug haben wir eben gerade verschwendet. Das ist wohl wahr, aber so wirklich verschwendet ist es nicht, denn... Ach, wir haben ja einen kleinen Fehler gemacht. Jetzt haben wir die ganzen Stufen verbraucht. Mist. Ach, du hast die Schwarzeichenstufen verbraucht. Mit mir zusammen natürlich, ja. Genau, so, die sind schon eingestellt, das ist schön. Für die Abdeckung hier oben. Ja. Dann kann man mal, ich muss jetzt hier mal anfangen, weiter mein Dings zu bauen. Nein, nicht Dings, das ist wieder schlechte Grammatik. Ich meinte natürlich mein Weg, der ist genau hier. So, da oben sind die Rohre schon weg. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil ich dadurch nicht mehr weiß, wo hier oben und unten ist, wollte ich schon fast sagen. Natürlich weiß ich, wo oben und unten ist, aber so, wo dieser Drehpunkt ist, das meinte ich. Jetzt habe ich es doch weggemacht. Nein, habe ich nicht. Oh jemine. So, ja, ich werde das jetzt nicht im Detail zeigen, wie ich das baue. Das mache ich im Off. Denn man sieht ja, es macht ziemlich viel Arbeit hier. So, wir haben übrigens das hier angelegt. Es gibt, ich weiß nicht, ob du das eben schon erwähnt hast, es gibt jetzt hier 160 Möglichkeiten für Bienenkästen. Wir haben also jetzt hier wirklich Platz für unsere Bienenzucht.
Aber ich habe das Gefühl, es ist schon zu klein. Wenn wir noch Bäume in die Mitte pflanzen wollen. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie das wird. So. So, ich mache jetzt nur hier das mittlere Feld weg, denn jetzt mein Spleen austoben mit Wände müssen Betonoptik haben, also Cleanstone, die Decke soll Cobblestone sein und der Fußboden soll Steinziegel sein. Also, was ist ein Steinziegel? Irgendwie so Steindinger halt. Ja, das braucht alles viel Zeit, die Wände auszuklopfen und neu zu setzen. Das ist so eine Arbeit fürs Off, aber ich will das wenigstens so, dass wir diese Rohre hier machen können. Und schon mal die Verbindung der einzelnen Gänge haben, damit wir nämlich die Rohre auch bauen. So, hier müssen wir sowieso noch mal Erde davor legen, sehe ich gerade, weil sonst sieht man da hier nachher dass da nur Halfstones drauf liegen, also Stufen. Wo meinst du? Ja, das werde ich die Woche über bauen. Ich werde das hier mal so in deinem Sinne fortsetzen. Ja. Wird wahrscheinlich dann am nächsten Wochenende alles wieder weggerissen. Naja, du hast ja schon die Vorlage quasi aus Plankrad Quadrat Südwest. Dann traue ich dir zu, dass du das auch hinbekommst. Ich bin gerade total erstaunt, warum hier so viele Bienen rumfliegen, wo überhaupt keine drin sind. Ja, es ist ein bisschen seltsam. So, hier können wir die Rohre schon mal reinlegen. Ich überlege sogar auch eine gerade Ausverbindung darüber zu machen. Und wenn ich in das Mikrofon rede, ist das natürlich wie immer. Man versteht mich einfach viel besser. Ich kann hier auch schon die Rohre setzen. Du darfst die Rohre setzen, ja. Nee, du hast ja hier keine Eisenrohre drunter, aber es geht auch schon so. Ach so, ja klar, du kannst ja gegen die Wand stemmen sozusagen. Ich tue dann mal die eisernen Rohre näher. Kann ich die schon setzen? Die Holzrohre ist natürlich kein Problem, wenn ja die eisernen Rohre kommen, tatsächlich doch nochmal Cleanstone. Das sollte ich vielleicht am Anfang schon machen, zumindest an die Stellen, wo es kommt. Dann lässt es sich einfacher setzen. Huch. Ich weiß nicht, ob ich hier zu viel bin. Es kann sein, dass du hier zu viel schon hast, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ja, der hier muss weg. Der letzte muss weg, oder? Wie sieht denn das von der Optik aus von oben? Ich kann das gerade nicht sehen. Ja, der muss weg. Kannst du ihn kurz wegklopfen? Dankeschön. So, habe ich auch eiserne Rohre dabei? Ich habe welche, nicht viele, aber es reicht für diese zwei Reihen. Hier sind noch gar keine Steine gelegt. Achso, ich habe keine mehr. Ich wollte ja noch Cleanstone reinsetzen, aber das machen wir doch später einfach. Ich habe noch Stufen. Warum hat er die denn nicht nachgelegt? So, diese Ecke, die wird rausgebrochen, dann hat man einfach ein bisschen mehr Platz hier unten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich alles rausmache, aber ich finde, alles sieht dann auch doof aus, deswegen machen wir das einfach mal so jetzt. So, die ganze Anlage soll übrigens später folgendermaßen konfiguriert sein. Die Bienen, die aus den Körben kommen, sollen in ein Computersystem gespeichert werden. Inklusive der Waben, die erzeugt werden. Ja, dann werden die Bienen in die Analysatoren geleitet und die Waben werden in die Zentrifugen gebracht. Der aufmerksame Zuschauer hat es vielleicht gemerkt, ich habe es falsch gemacht. Genau, analysiert, also erst in den Computer rein, dann von dem Computer in den Analysator und von dem Analysator wieder in einen anderen Computer. Genau, in ein zweites System. Warum machen wir das so umständlich? Ganz einfach. Wir wollen ja, dass alle Bienen analysiert werden. Und das geht eigentlich am besten, wenn du ein zweites System hast. Nämlich alle Bienen aus System 1 werden einmal da durchgeleitet, bis keine mehr drin ist. Und dann wissen wir, dass alle einmal im Analysator waren, alle schon fertig analysiert sind. Und wir wissen genau, was die für Werte haben. Das kann man nämlich ansonsten nicht immer gleich sehen. Genau, und auch deswegen ganz wichtig, weil einfach diese megamäßige Anzahl von Bienen, die wir dann erhalten, vor allem an Drohnen, die sich ja oftmals dann auch überhaupt nicht stacken, die kann einfach eine Truhe nicht mehr alleine aufnehmen und ein Computer ist dann sehr ergiebig. Man braucht keine großen Festplatten, 1K-Festplatten reichen, denn die Speicherkapazität ist weniger wichtig, die Anzahl ist das viel Entscheidendere. Also die Anzahl der unterschiedlichen Typen.
Wir haben die Presse sogar schon umgebaut, dass die automatisch jetzt unsere Schreinereien befüllt. Das habe ich gar nicht mehr. Ja, das habe ich vorhin gesehen, das mit den Rohren. Da habe ich auch gedacht, oh, ist ja schön. Wir brauchen die Bienenkapseln gar nicht, diese Wachskapseln gar nicht mehr. Genau, wir hatten das nämlich vorher ziemlich umständlich gemacht und ich muss schon wieder Samen nachfüllen. Die sind jetzt schon fast alle durchgelaufen. Wow. Das in der Truhe über dem Trichter alles schon weg? Ja, es ist nicht alles weg, aber es ist schon gut reduziert im Gegensatz zu dem, was wir eben reingelegt haben. Das ist echt heftig. Jetzt muss ich mal überlegen, wie die heißen. Die heißen nämlich Weizensamen. Ich suche die immer. Ja, ich gebe da immer Weizen ein. So, dann bin ich jetzt an dieser Stelle. Ja, da können wir auch ein goldenes Rohr gleich machen. So, und du hast mich ja gefragt, was ich mit dem ganzen Weizen vorhab. Ja. Tja. Jetzt weißt du es. Du willst die Weizenkörner und nicht das Weizen. Ich will die Weizenkörner haben. Ja, jetzt ergibt das auch langsam so ein klein bisschen einen Sinn. Aber tatsächlich ist es so, dass unsere Roboter, die wir jetzt in den letzten Folgen schon mal vorgestellt haben, die produzieren ganz schön viel Weizen. Ja, und, viel zu viel. Das war gar nicht so geplant eigentlich. So, ich bin zurück. Ich habe noch mal 15 imprägnierte Gehäuse bekommen. Ich glaube, ich muss drüben noch eine zweite Presse aufstellen für die Samenkerne. Guck mal, hier eine Presse ist hier noch in einer der Kisten im Bienenhaus. Ja, aber das kann ich jetzt gerade on the fly sozusagen nicht machen. Ich gucke jetzt gerade mal, welche Reihen von Körben die noch nicht fertig sind. Ah, hier. Ich jetzt noch mit den, wie viel habe ich? 15 Bienenkörben befüllen kann. Ach ja, ich habe ja wieder falsch gebaut. So, das muss alles mal irgendwann noch richtig gebaut werden. So, jetzt habe ich noch 14. Und wo willst du denn die nächste Reihe haben? Lass mich kurz orientieren. Südwesten ist schon voll gebaut, Südosten. Naja, ich werde sowieso die Woche über hier genug produzieren, dass wir die 160 Stück voll bekommen. Es dauert jetzt nur eine Zeit lang, bis die alle durchgelaufen sind. Es gibt sowieso ein paar Projekte, die wir laufen haben. Wir können nicht an allen Projekten dauerhaft arbeiten. Ja, deswegen gibt es auch nicht so häufig oder nicht in einem regelmäßigen Rhythmus diese Bienenfolgen. Aber aus dem Grund haben wir uns ja auch extra entschieden, dass das eine Sonder-Special-Episode oder Reihe gibt, die außerhalb der normalen Lost World Buildcraft Reihe läuft, denn also mit einer eigenen Playlist, die kann man eigenständig abonnieren und wenn dann mal wieder unplanmäßig was Neues kommt, dann wisst ihr das sofort. So, ich muss jetzt gerade mal hier schauen. So, aber hier, du, das ist soweit schon mal fertig. Guck doch mal im Computer nach, ob du noch Propolis hast. Wir haben definitiv Propolis, das weiß ich. Dann werde ich nämlich noch ein paar Bienenrohre bauen und dann könnte ich die auch schon mal draufsetzen. So, hier sind schon mal 18 drin. Dia. Und in unserem Hauptcomputer haben wir einen. Aber in diesen Kisten hier oben ist auch noch was. Ja, hier muss noch irgendwie eine Leiter gebaut werden. Hier vorne habe ich ja schon welche, die ins Freie gehen, aber noch nicht hier hoch in das Bienenhaus. So, da ist kein Propolis. Hier ist kein Propolis, hier ist auch kein Propolis. Na gut, also wir haben nicht so viel, aber wir haben. Ich nehme das mal hier in die, in welche Kiste? Hast du eine bevorzugte Werkbank, wo du das bauen möchtest? In die Bienenkiste. Da, wo die Körbe gebaut werden? Ja, ich komme jetzt mit dem zusätzlichen Diamantrohren, um das Ganze fortzuführen. So, ich lade mal mein Inventar gerade ein bisschen ab, aber natürlich vollkommen falsch. Wie kam denn das jetzt? Die Erde muss natürlich hier raus. Du darfst mir natürlich jetzt auch nicht hier alles vollstopfen. Ja, das war gar keine Absicht hier. Das ist das falsche, das seidige Propolis, tut mir leid, können wir nicht verwenden. Nein? Nein. Schade. Dann haben wir kein Propolis mehr. So. Ich zeig mal, wie so ein Bienenrohr gebaut wird. Wir gucken uns erstmal an, wie so ein Ding überhaupt aussieht. Ich baue mal eins. Wie kann ich denn das vorführen? Mein WLAN-Terminal. Ich muss dafür erstmal ein paar normale Rohre haben. Wir nehmen mal. Soll ich dir mal eine einfache Biene mitnehmen? Nee, ich brauche nur eine ganz normale Rohre. Ach so, soll ich dir welche geben? Nee, ich habe schon. Okay. Was wollten wir denn mal? Ich fliege hier nochmal kurz drüber. Das sieht schon echt schick aus.
Oh, und ich habe gehört, dass die Folge eigentlich vorbei ist. Ja. Dann zeige ich aber kurz noch so ein Bienenrohr. Ja, zeig du noch mal ein Bienenrohr. Was ich aber auch noch erwähnen da wollte, ist... Da könntest du vielleicht dazukommen, weil es ist nämlich eigentlich auch ganz interessant. Du bist mal wieder... Ach, du bist hier vorne an dem Terminal. Ach, ja, hier. Ich muss von jeder Seite... Unser altes Bahnhofsgelände. Genau. Ja, ansonsten, was ich noch erzählen wollte, ist, ich habe vor, in der nächsten Zeit irgendwann auch mal ein Apiary zu bauen. Das ist dieser riesengroße Bienenkorb. Der ist also vom GUI, dieses Graphical User Interface, ist der exakt gleich mit der wie der Bienenkorb. Man hat links die zwei Felder, man hat rechts die neun plus die drei Rähmchenfelder. Aber das ganze Ding ist, glaube ich, 4x4 Felder insgesamt groß mit einem Deckel oben drauf. Das heißt einfach wie ein Bienenkorb, nur viel, viel größer. Aber man kann Ventilatoren und Heizungen einbauen und damit verschiedene Klimazonen simulieren. Und das hat den Vorteil, du kannst einfach jede Biene reinstecken, die sonst nicht arbeitet. Das wollte ich erwähnt haben, jetzt darfst du. Ja, ich habe mal so ein Bienenrohr hier aufgebaut. Was macht denn so ein Bienenrohr? Ja. So ein Bienenrohr ist eigentlich ein diamantenes Rohr extra für Bienen. Was ist denn der Unterschied? Ganz einfach. Wir klicken mal eins an. Ich habe ein Rohr in der Hand, deswegen geht's gerade nicht. So, hier sieht man jetzt Apiary's Pipe, also Bienenzüchterrohr. Wir haben jetzt hier ganz viele rote X'e. Du kannst ja auch mal das Ganze anklicken. Ich hatte es schon mal. Ich bin jetzt gerade mal im Außen rumlaufen, um zu sehen, hier die ganzen Farben, das sind die, die wir auch hier wieder finden. Was kann ich jetzt hier zum Beispiel mal zeigen? So, hier alles in die schwarze Seite. Denn wir haben hier für jede Seite immer eine Farbe. Nach unten ist schwarz, nach oben ist weiß. Nach hier drüben, in der Richtung Norden ist rot, nach Westen ist grün. Was haben wir noch für Farben? Wir haben gelb nach Osten und blau nach Süden. Und mit den Farben können wir auch da verschiedene Sachen hinleiten. Ich habe jetzt mal hier einfach ein bisschen was wild eingestellt. Nach schwarz soll alles geleitet werden. Alles halt alles. So. Absolut alles. Nach weiß sollen alle Gegenstände geleitet werden. Das wären dann zum Beispiel Bienentropfen, alles außer Bienen. Waben und alles, was sonst ins Rohrleitungssystem geleitet wird, was nichts mit Bienen zu tun hat. In Rot sollen alle Bienen. In Blau sollen zum Beispiel reinrassige, wiesige, stellen wir hier ein, waldige und wiesige. Wie hast du das denn eingestellt? Ich sehe hier nur alle Bienen. Und gemeine. Du musst vielleicht nochmal raus und wieder reinkommen. Jetzt habe ich es. Ach, hier hinten, ja. Jetzt habe ich es verstellt, alle Bienen und dann waldig, wiesig, gemein. Okay. So, wir haben hier, da in grün sollen nur alle Drohnen. Und was ist das und mit der 0 und 1 unten drunter? Moment. Okay. So, in gelb sollen nur alle Prinzessinnen geleitet werden. Das ist ja schon mal ganz klar. In jede Farbe soll da das reingeleitet werden, was wir hier einstellen. Jetzt haben wir aber hier bei jeder Reihe, zum Beispiel hier bei blau, haben wir ja zwei Einstellungen für jedes Fach. Wir haben 0, 1, 0, 1, 0, 1. Das ist folgendermaßen. Ich habe jetzt hier waldig. Und zwar sollen in dieses Fach alle Drohnen mit der Hauptfähigkeit oder von der Hauptsorte waldig und mit der Zweitsorte wiesig. Habe ich jetzt eingestellt. Muss, glaube ich, nochmal raus, nochmal rein. Ah ja, okay. Also 0 ist die Hauptfähigkeit und 1 ist die Sekundärfähigkeit. Genau. Es gibt immer eine Sekundärfähigkeit und eine sekundäre Rasse, die man da hat. Zum Beispiel, das ist jetzt hier waldig und als sekundäre ist wiesig. Also alle nur die Bienen, die das erfüllen, waldig als Haupt und als versteckte Eigenschaft wiesig, die gehen in diese Richtung. Das zweite Fach, das sind die Prinzessinnen. Das dritte Fach, das sind die Königinnen. Ach so, also die ersten, also links, ganz links erstmal überhaupt alle Bienen, okay. Dann haben wir das erste Fach für Primärfähigkeit, Sekundärfähigkeit, Thron. Dann Primärfähigkeit, Prinzessin, Sekundärfähigkeit, Prinzessin. Und das letzte Feld ist dann die Primärfähigkeit der Königin und die Sekundärfähigkeit der Königin. Ist das richtig? Das ist genau richtig. Wunderbar. So können wir also genau einstellen, welche Bienen und wo jetzt hingeleitet werden können. Und so kannst du auch hervorragend züchten, denn auf diese Weise kannst du genau die Paarungen zusammenführen, die du haben willst. Ja, das klingt schön. Das wird uns sehr hilfreich sein. Ja, das Ganze habe ich jetzt mal hier aufgebaut. Ihr seht, das sieht sehr bunt aus und das Ganze auf den Bienenkörben sieht so aus. Wie tut man denn jetzt so ein Bienenrohr
craften. Und das ist das Letzte, was ich euch in dieser Folge zeigen will, denn die Folge ist schon wieder viel zu lang. Kommst du vielleicht einfach auch hier? Ich bin schon da. Achso. Wir legen einfach mal ein diamantenes Rohr in die Mitte unseres Crafting-Feldes, in die Nummer 5. Dann brauchen wir Propolis. Und zwar brauchen wir das Propolis, das ganz normale, gemeine Propolis. Das nehmen wir und legen es in die 4 und in die 6. Und ihr seht, hier kommt ein Bienenrohr heraus. Dieses Propolis bekommt ihr ganz selten bei Bienen. Also ihr müsst ganz viele Bienen züchten, damit ihr ziemlich viel Propolis bekommt für diese Bienenrohre. Und das dauert eine Zeit lang, bis man viel zusammen hat. Wir hatten ja eben schon mal dieses seidige Propolis, was der Harler uns gebracht hat. Ich habe keine Ahnung, wofür das da ist, denn wenn ich dieses Rezept, hast du es vielleicht gerade noch einstecken? Nee, aber ich habe es gleich wieder da. Ich muss nur schnell es besorgen. Seidig. So, ich mache das jetzt einfach mal. Ich tausche das mal aus mit dem normalen Propolis im Rezept und es passiert nichts. So, und es passiert nichts. Und das muss irgendeinen Grund haben. Ich habe jetzt noch nicht rausfinden können, warum das so ist. Es geht leider momentan nur mit diesem Propolis, mit dem normalen Propolis. Und wofür das seidige Propolis da ist, ja, das müssen wir dann nochmal rausfinden. Mal schauen. Werden wir bestimmt noch irgendwann mal finden. Ja, und das soll es gewesen sein, genau, für diese Folge. Und in den nächsten Folgen werden wir dann auch das irgendwie mal so anschließen, dass das durch unseren Analysator läuft und auch dann die Bienen sich automatisch befüllen, denn noch läuft das händisch ab. Bis dahin würde ich sagen, macht es gut, viel Spaß beim weiteren Zuschauen unserer normalen Folgen und wir hoffen, so schnell wie möglich wieder eine Bienenfolge produzieren zu können. Bis dann, tschüss. Tschüss.